Eins. So, und dann sind wir auch wieder live, diesmal mit unserem Runner, dem guten Mars. Ja, hallo. Er ist ein bisschen schüchtern, müsst ihr Genau. wissen. Deswegen bin ja ich da. Ich kann auch sehr schnell reden, wie auch beim letzten Mal. Wird nicht notwendig sein, hoffe ich doch. Gut, dann lasse ich euch beiden hübschen mal alleine und viel Spaß. Danke, danke. Danke. Ja, dann herzlich willkommen zu ICO, AnyPercent. Wir spielen die PS3-Version auf 60 Hertz. Und ich denke mal, einige von euch werden das Spiel noch aus ihrer Kindheit kennen. Es ist released worden, glaube ich, 2001. Und es ist quasi der direkte Vorgänger zu Shadow of the Colossus, was wir ja gerade gesehen haben. Und da haben wir natürlich den guten Tic-Tac noch mitgenommen. Der kennt sich nämlich auch ziemlich gut mit dem Spiel hier aus. Ja, ich habe auch einen Run. Nicht so ganz so gut wie der Mars, aber ich weiß genug über das Spiel, um reden zu können. Genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja. Wir haben, denke ich mal, über den Run noch genug Zeit zu quatschen. Also ich würde sagen, es ist ein relativ entspannter Speedrun, hat aber doch durchaus einige stressige Situationen. Ich würde sagen, es ist einfach ein guter Mix. Und ich Ja. glaube, da können wir uns drauf freuen. Und wenn ihr das Spiel mal zuvor auf GDQ gesehen habt, dann habt ihr die PS2 50 Hz-Version gesehen. Deswegen auch nicht genug gewürdigt, weil die 50 Hz-Version ist broken wie sonst was und Ico fliegt einfach durch die Luft und macht Sprünge von 200 Metern. Das wird hier nicht der Fall sein. Wir spielen die PS3-Version, die tatsächlich viel mehr an einen standardmäßigen Playthrough erinnert. Was aber nicht heißt, dass es unbedingt einfacher ist. Also der Run ist länger, es ist sehr movement-based und bietet auch seine eigene Herausforderung, die ich persönlich jetzt zum Beispiel mehr mag. Also auch der wahrscheinlich der einsteigerfreundlichere Run, wenn ihr das mal ausprobieren wollen würdet. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das Schöne an dem Run ist halt auch, dass man hier vergleichsweise ein paar mehr von den Puzzles sieht aus dem Game, die halt bei der 50 Hz-Version einfach geskippt werden quasi, weil man halt einen richtig crazy Jump hat. Genau. Das Coole an der 50 Hz-Version ist nämlich, wenn man springt und dabei seinen Stock herumschwingt, fliegt man einfach auf einmal weg und springt doppelt so weit. Und das kann dann noch mehr geglitscht werden. Hier haben wir nur den normalen Sprung zur Verfügung. Das heißt, Yoda, die wir auch noch kennenlernen werden nach dem kurzen Intro hier, wir mussten uns mehr mit ihr herumplagen und das erinnert dann mehr an das normale Spiel tatsächlich. Und wie ihr auch schon hört, spammt Mars hier wahrscheinlich das laute Rufen von Ico. Das liegt daran, dass Ico einfach schneller läuft, wenn er rumschreit. Genau, das können wir so ein bisschen ausnutzen, denn unsere Ruftaste für unseren Begleiter gibt uns nämlich quasi eine Rufanimation, wenn unser Begleiter nicht in unserer Nähe ist. Und die ist dann halt minimal schneller, als wenn wir normal laufen würden. Und deswegen hört man Ico jetzt den ganzen Run über schreien, wenn Yoda nicht in der Nähe ist. Oh, hier bin ich vorbeigesprungen. Das passiert. Movement ist schwierig. Und ja, Elke, ich bin's, der Tic-Tac von vorher. Ja. Das habe ich auch im Stream, wie ihr euch hier subscribed. Interessant. Parallelen. Ja, vielleicht ganz kurz zur Story, ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Also im Spiel geht es quasi darum, dass wir quasi als Opfergabe auserwählt wurden. Wir wurden hier in dieses, ja, wie soll man sagen, Schloss, würde ich sagen, gebracht, um eben als Opfergabe zu enden, haben das dann aber verhindert. Und jetzt geht es uns primär darum, irgendwie wieder rauszukommen. Und dafür haben wir zum ersten Schritt gerade, was man natürlich nicht gesehen hat, weil wir die Cutscene geskippt haben, unsere Begleiterin befreit, die gute Yorda. Und mit der müssen wir jetzt quasi, und das finde ich ist auch eine der interessanten Sachen an dem Speedrun, quasi den ganzen Run über zusammen mit ihr überstehen. Und das kann halt teilweise ziemlich schwierig sein. Ja, genau, denn sie ist sehr hilflos, bis auf ein paar Fähigkeiten, die sie hat. Und das wird noch bei einigen Skips zutage kommen.
Da sehen wir sie. Die gute. Genau, und natürlich wird sie gerade gekidnappt, wie so häufig. Können wir nicht zulassen. Ja, und da hat man auch kurz die zum ersten Mal unsere Hauptgegner in dem Spiel gesehen, die Schatten oder Shadows. Und ja, also die sind, glaube ich, nicht so schlimm wie in der PS2-Version. Aber sie können einen schon manchmal ziemlich doll trollen. Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel hat auch sehr viele verschiedene Versionen. Die US-Version, da sind alle Schatten sehr viel stärker, ohne Grund. Und einige Skips und Puzzles fehlen einfach. Aber ja, ist auch so ein bisschen jetzt gleich der Ueda-Moment, wenn jemand in Team Eco Games sich auskennt. Die zerstörten Brücken und die Begleiter, die man irgendwie wieder rausziehen muss aus dem ganzen Schlamassel. Also, ja, das ist ja praktisch das Äquivalent zum Pferd aus Shadow of the Colossus oder zu Trico aus The Last Guardian, wenn das Spiel jemand kennt. Genau, und jetzt kommen wir quasi zu unserem ersten Shadow Fight Skip. Und zwar ist das Fighten der Shadows ultimativ langsam, da wir nur einen Holzstick haben. Deswegen wollen wir halt so viele wie möglich skippen. Und der Trigger für den Shadow Spawn hier ist der Boden vor mir, wo ich gerade drauf bin. Und der wird halt getriggert, wenn Yorda darauf läuft. Deswegen bin ich quasi vorgelaufen, habe Yorda jetzt nachgerufen mit der Ruftaste. Und ihr seht, während die Shadows spawnen in der Cutscene, kann Yorda dann quasi in der Cutscene zu uns laufen. Oh, komm bitte mit. Hallo? Das hat man nicht passiert. Der Shadow ist sogar in eine Paddel gegangen. Der hat auch nicht verstanden, was los war. Aber so Momente können halt wirklich sein für einen Run, weil die Yorda Mechanics manchmal nicht so ganz wollen. Aber sehr viel von dem Spiel wird daraus bestehen, dass man Yorda nimmt und mit ihr wegrennt vor Tausenden von Shadows, wird spitz gesagt. Genau. Aber hier auch ein weiterer großer Skip, und zwar lässt man Yorda jetzt einfach hier. Normalerweise würde das nicht funktionieren, weil sie irgendwann von einem Shadow angegriffen wird, aber da das Ganze hier eine große geladene Area ist, was das Spiel auch sehr gut ausmacht, viele der ganzen Areale sind eine große Area, die nicht mal zwischenlädt, was sehr, sehr cool ist, gilt es immer noch so, als wäre man mit Yorda gerade in einem Raum, deswegen man mehr Zeit hat und sehr viele Puzzles jetzt skippen kann, indem man mit Ico einfach durchrennt und Yorda dann später mitnimmt. Noch ein kleiner Sprung, den man schief gehen kann. Ja, zum Beispiel jetzt. Oh Gott. Ja, das kann passieren. Passiert mir persönlich ab und zu mal, wenn ich quasi noch nicht richtig warm bin. Ja. Ist jetzt nicht weiter schlimm, wir müssen jetzt den Part halt nochmal kurz spielen. Ja, es wird auch noch viele coole Sprünge geben, die sehr gefährlich ausschauen und auch gefährlich sein können. Aber ich vertraue mal den Mars, dass er die auch alle gut hinbekommt. Das gerade eben, die Steuerung ist manchmal ein bisschen schwieriger, als man es annehmen würde, weil das Spiel doch mittlerweile ziemlich alt ist. Also für mich war das zum Beispiel eine Herausforderung, sich daran zu gewöhnen, weil ich das tatsächlich nie als Kind gespielt habe, sondern nur einmal casually und dann als Speedrun. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr, ich würde sagen, eigenartig. Gerade wenn man halt Yorda an der Hand hat, dann fühlt sich das schon an, als würde man irgendwie einen Sack Kartoffeln hinter sich herziehen. Das ist halt, und die Hitboxen hier von den Wänden und alles, die sind absolut verrückt. Also man läuft auch echt oft gegen irgendwelche Wände und bleibt stecken und sowas eben. Deswegen Movement ist halt ein großer Teil von dem Speedrun auf jeden Fall. Ja, das sieht man auch ganz gut am Weltrekord, der optimiert ist mit jedem Move, mit jeder Sekunde. Also bloß weil man jetzt denken würde, man hat jetzt hier nicht so viele Skips und auch nicht besonders krass schwierige Skip wie im 50 Hertz ran, heißt es nicht, dass es nicht herausfordernder sogar wäre, eventuell den Rekord zu schlagen, weil der eben optimiert ist bis ins letzte Detail. Jetzt gucke ich mal, dass ich vielleicht diesmal nicht runterfalle. Aha, okay, diesmal hat es geklappt. Okay, ich hatte gerade wieder kurz Angst. Ja, mit diesem Sprung, der jetzt nicht ganz ungefährlich ist, wie ihr gesehen habt, skippen wir quasi einen großen Teil von dem Puzzle, weil wir hätten halt im Casual Playthrough Yorda quasi komplett den ganzen Weg mitnehmen müssen. Und wir wären jetzt auch mit Yorda auf diesen Karren gefahren. Und das skippen wir halt quasi jetzt komplett.
Genau. Vor dem Spiel, da kommt dann noch ein Puzzle, wo man Yoda normalerweise auf die Kiste befördern müsste. Das Ganze dauert, aber stattdessen kommt man mit Ico jetzt relativ schnell durch und kann Yoda dann trotzdem nachher noch mitnehmen. Hier noch ein bisschen Plattforming, was auch tatsächlich gut schief gehen kann, wenn man nicht aufpasst. Ja, es ist halt, also alles, was mit Movements zu tun hat in diesem Spiel, ist äußerst unangenehm. Also da muss man sich echt reinfuchsen, wenn man das Spiel lernt am Anfang. Und zusammenreißen. Einer meiner ersten Runs, da bin ich ganz randomly von der Klippe gestürzt und das hat mich dann 10, 15 Minuten gekostet. Ja, manche. Also ich würde sagen, bei den meisten Sprüngen, wenn man die halt verhaut, dann stirbt man meistens. Und Game Over Screen ist halt eigentlich immer ein riesen Time Loss. Gerade am Anfang, weil unsere einzigen Speicherpunkte sind halt eben diese magischen Türen oder halt diese Bänke. Aber die Bänke, hier sehen wir einen im Hintergrund. Die benutzen wir eigentlich in einem Speedrun nicht, weil es halt doch ordentlich Zeit kostet zu saven. Ja. Deswegen ist ein Sturz meistens schon Game Over. Und da wir keine Angst haben und Mars sehr kompetent ist, werden wir sie auch nicht benutzen, um das Ganze spannend zu halten. Ne? Genau. Es wartet eh keiner auf uns als letzte Run des Tages. So, wir haben gerade eine Brücke quasi jetzt runtergelassen und da wir Yoda ja quasi vorhin abgestellt haben, müssen wir Yoda jetzt wiederholen. Und normalerweise hätten wir jetzt mit Yoda über die ganzen Schienen, über das ganze Puzzle hätten wir sie mitnehmen müssen. Das haben wir jetzt quasi alles effektiv geskippt. Und das ist schon mal ordentlich Zeit, die da runterkommt. Genau, also trotzdem ein ordentlicher Skip. Auch wenn es nicht die 50 Hertz Version ist, denn da wäre man einfach über diese Brücke, die nicht da ist, drüber gesprungen. Und hätte sich nochmal, keine Ahnung, wie viele Minuten, ewige Zeit sparen können. Genau, wir haben Yoda jetzt wieder zurückgelassen und gehen quasi auf eine Solo-Mission. Wir können Yoda generell in Areas lassen, wo halt keine Shadows spawnen oder nicht sofort. Und können dann quasi auch in einen anderen Raum gehen, aber wir dürfen sie immer nicht zu lange alleine lassen. Das genau. Ist halt die größte Herausforderung. Das letzte Mal war es eine Ausnahme, weil der Raum theoretisch als der gleiche Raum gilt. Aber hier, wenn Mars sich zu lang Zeit lassen würde, würden tatsächlich Shadows spawnen und Yoda würde gegrabt werden. Was bei ein paar späteren Skips noch zu tragen kommen kann, wenn man nicht gut im Movement ist. Genau. Ja, wir nutzen diese Mechanik, dass Yoda halt von den Shadows gegrabt wird. Die wird immer zu so einem Schattenpool getragen und sollte die Yoda darin versinken, wäre das Game Over. Aber dieses Tragen halt von den Shadows, das machen wir uns nachher auch noch zunutze. Genau, was ihr gerade noch gesehen habt, war auch ein cooler Skip, wo man nach unten droppt und ja, und wirst du den Bombtoss versuchen schon, oder? Jo, aber habe ich natürlich nicht gekriegt. Ja, ist das tatsächlich ziemlich interessant, weil heute war Brand New da für die Co-op Runs und er ist sehr gut mit dem Bomb Throw. Aber wie ihr seht, nicht ganz einfach, weil das Timing von dem doch herausfordernd ist. Weil normalerweise wird man ja die Bombe abstellen und sie dann anzünden mit einem Stick, aber man kann die auch werfen, während sie angezündet sind, was auch eine Key-Sache ist für die Speedruns. Ja. Das war jetzt die Bombe so ein bisschen zu früh explodiert. Der Bombtoss ist so ein bisschen, ist, würde ich sagen, sehr präzise, wenn man die Bombe an dieser Kerze eben hier entweder sehr schnell oder sehr spät anzünden kann. Und danach muss man dann relativ schnell spontan entscheiden, mit welchem Timing man die Bombe wirft. Ich gehe jetzt mal den Safe Way. Wir laufen einfach hin, lassen uns wegblasen. Und ja. Das ist dann der einfache Weg, indem man sich einfach selbst explodieren lässt, aber Ico kommt schon zurecht. Ja, die Sterne stehen gut für einen wunderbaren Run. Ja, gut. Wenn am Anfang das ganze Marathon-Duck rauskommt, dann wird es jetzt nur besser, oder? Genau, genau. Ja, was der Run ist, wie gesagt, ist, ich würde sagen, durchschnittlich ja 1 Stunde 40 lang. Und
Da können solche Dinge natürlich schon Zeit kosten, aber prinzipiell kann man immer noch viel rausholen, wenn man gutes Movement hat. Wobei ich zugeben muss, 1 Stunde 40 ist schneller als mein Pipi zum Beispiel. Also wenn man unter 1,40 kommt, ist man schon sehr, sehr gut dabei mit dem Speedrun. Muss man schon dazu sagen. Also was man hier auch sieht, ist, sobald wir diese Türen mit Yorda an der Hand berühren, dann werden halt alle Shadows im Umkreis vernichtet. Die stärkste Waffe im Spiel sozusagen. Genau. Das heißt, wir können das oft ausnutzen, indem wir halt diese Türen rushen, was wir jetzt hier gerade auch machen, und dann müssen wir halt die Shadows nicht fighten, was halt sehr, sehr zeitspielig wäre. Ja, auch eine Mechanik, die tatsächlich nie explizit erwähnt wird. Bis dann auf den Moment, wo es hier, glaube ich, notwendig ist, das so zu machen, weil sonst unendlich viele Shadows nachspawnen. Und zumindest hatte ich das so ein Gefühl. Ja, ich glaube, das stimmt. Also im Casual-Playthrough habe ich noch ewig Zeit verbraucht, bis mir dann jemand im Chat gesagt hat. Der Moment, wenn man merkt, dass sie unendlich nachspawnen. Hier gibt es ein kleines Puzzle, oder was heißt Puzzle, hier muss man einfach nur die Kerzen zurückziehen. Aber wenn man das hier mal selber spielt, dann weiß man sofort, was wir meinen mit das Movement ist ein bisschen eigenartig. Denn diese Grabs hier sind ziemlich präzise. Finde ich erstaunlich, dass man für Platin das Spiel in einer Stunde schaffen muss und der Weltrekord ist nur 20 Sekunden weniger. Ja gut, 2 Stunden, aber du hast da schon recht. To be fair, es geht um Ingame-Time, die ist dann nochmal ein bisschen anders von der Real-Time, aber es ist schon relativ herausfordernd. Also, als ich gesehen habe, dass man für die Trophäe 2 Stunden nur Zeit hat, dann muss man sich schon, muss sich da schon mit dem Spiel auseinandersetzen, um da gut mithalten zu können. Aber der Vorteil ist, man kann zwischenspeichern, das Ganze so ein bisschen in Segments spielen, wenn man noch neu ist. Und dann zählt das auch. Ja. Ah, du hast recht, das ist schon ziemlich herausfordernd. Also ich würde sagen, Run unter, oder ein Playthrough unter 2 Stunden ist schon fast Speedrun-worthy auf jeden Fall bei dem Game. Also mein erstes Speedrun von dem Spiel war über 3 Stunden, weil ich einfach gezwungen wurde, wie mir gesagt wurde, komm, mach. In einem Race. Ja. Es war dann mehr ein Casual Playthrough, weil ich noch die Hälfte der ganzen Puzzles nicht so ganz konnte. Aber es geht dann schon. Beim zweiten Mal habe ich es auch dahin bekommen. Ein weiterer Bomb Throw. Ja, der ist Gott sei Dank nicht so anspruchsvoll für mich wie der andere, den wir gerade gesehen haben. Ja. Das Gute ist, wenn wir während des Explodierens Yorda callen, dann folgt sie uns auch in der Cutscene. Das hat man gerade kurz gesehen. Und ja, jetzt kommen wir zu einem, ich würde sagen, der schwierigste Skip, wenn man halt anfängt, das Spiel zu lernen. Und später trotzdem noch der schwierigste Skip, wenn man versucht, einen Weltrekord zu bekommen. Und immer noch, also auf jeden Fall immer viel mit viel Stress verbunden hier. Vielleicht möchtest du mal kurz erklären, was ich hier mache. Ja, genau. Und zwar ist die Idee von dem Skip folgende. Wir brauchen 2 Blocks, um das Ganze hier zu aktivieren. Wir voranschreiten können und die Tür öffnen, aber Yorda kann man auch als Block verwenden. Und jetzt ist die Idee, dass Yorda hier runter rennt, die Schatten auftauchen und wir Yorda als Block auf die Platte stellen, aber dann wegrennen und hoffen, dass sie nicht gegrabt wird, während man im anderen Raum ist. Oh, Yorda! Ah, der Klassiker. Und schon hat Yorda einem mehrere Minuten des Spiels gekostet. Wobei, ich glaube, du kannst sie nach einer Wave oder zwei dann trotzdem noch den halben Shadow-Skip nutzen. Aber hier diesen Shadow-Fight gilt es zu skippen. Oh, das ist terrible luck gerade. Ja, das Problem mit Yorda ist, dass wenn man sie loslässt, aber noch ein bisschen zu viel Movement hat oder sie ein bisschen zu spät loslässt, rennt sie einem noch ein bisschen nach und das kann dann zu sowas führen. Also hier ein weiterer Shadow-Skip, der einem Minuten saven, aber auch kosten kann. Wenn ihr euch mal den Weltrekord anschaut, da seht ihr so eine nahezu perfekte Ausführung von dem Ganzen, die sehr impressive ist, weil man im Endeffekt im zweiten Part des Skips Yorda mit Shadows gleichzeitig managen muss. Versuchst du es nochmal? Ja, wir haben jetzt folgendes Problem, sobald die Shadows halt nah genug an Yorda waren, geht Yorda in so einen Angstmodus, ja. Und sie wird immer zu uns laufen.
Und das heißt, sie wird nicht auf dieser Pressure Plate stehen bleiben. Und deswegen bleibt uns eigentlich jetzt nichts anderes übrig, als alle Shadows zu fighten. Und dann zu... Aber ja? Im zweiten Part des Skips kommen aber noch ein paar neue Shadows dazu, weswegen es sehr, sehr viele sind. Wenn man den Skip richtig macht, das macht das Ganze dann ein bisschen einfacher im zweiten Part, hoffentlich. Aber wir... Shadow trollt uns ein bisschen. Ja. Also ja. Deswegen könnte man auch argumentieren, dass die 60-Hertz-Version tatsächlich auch schwieriger sein kann als die 50, weil diesen Fight-Skip, den gibt es gar nicht in der 50-Hertz-Version. Da lässt man Yoda einfach oben und springt nach oben und hat es schon. Ja. Das ist auf einer realen PS3. Also Emulatoren sind nicht zugelassen, weil die ein bisschen unakkurat sind. Wobei das auch zur Debatte stehen kann. Also wir haben ja mittlerweile Category Extensions, also wenn Leute da sind. Okay. Gibt es da noch einen kleinen Shadow irgendwo? Ja, das also ist einfach. Die ist immer noch im Angstmodus quasi. Und im schlimmsten Fall müssen wir das Ganze jetzt hier 20 Sekunden bis 25 Sekunden durchziehen, bis sie sich nicht mehr bewegt. Ist halt, das ist halt wirklich, wenn man den Skip. Ich habe jetzt versucht, sie ein bisschen drauf zu schieben. Geh mal. Du kannst ja auch reingehen und sie rufen, das funktioniert nicht mal. Das ist, glaube ich, so eine Alternative. Oder so. So, das war jetzt eine schöne Demonstration, warum man die Fights eigentlich skippen möchte, weil die wirklich ewig lange mit dem Stick dauern, diese Shadows zu fighten. Normalerweise ist das jetzt kein schwerer Skip. Ich weiß jetzt nicht genau, warum Yoda von der Plattform wieder runtergerannt ist. Das hat manchmal auch ganz verrückte Gründe. Kann sein, dass sie zu, dass ich sie zu lange festgehalten habe. Es kann sein, dass sie schon Angst bekommen hat von den Shadows. Also das ist auch immer ein bisschen RNG auf jeden Fall im Spiel mit unterwegs. Mhm. Aber jetzt fahren hier neue Shadows und normalerweise wären das halt sehr, sehr viele jetzt. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das zu managen wäre, wenn man währenddessen versucht, den Block hinzuschieben. Aber das, dafür ist jetzt der zweite Part ein bisschen einfacher. Genau. So, in diesem Raum, in dem wir gerade sind, gibt es direkt den nächsten Shadowfight Skip. Der ist allerdings ziemlich safe, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber wir haben alles schon mal gesehen, aber genau. Er hat einen guten Setup. Also das Spiel ist auch eigentlich, gerade die Version ist gerade bekannt dafür, würde ich sagen, dass jeden Run halt verrückte Sachen passieren. Deswegen. Und wann ist das Game? 2001, glaube ich. Die originale PS2-Version zumindest. Das hier ist jetzt ein Remaster auf der PS3, die später rausgekommen ist. Aber das nun Remaster ist mehr oder weniger die gleiche... auf die gleiche Art und Weise funktioniert wie die PS2-Version, bis auf die 50-Hertz-Version, wie gesagt, auf europäischen PS2s gibt. So, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, können wir jetzt Yoda rufen? Okay, der Ruf kam nicht durch. Ernsthaft? Ich hoffe, Gott, nee. Nein, das ist, okay, das ist natürlich jetzt zu früh. So, mal gucken. Soldat, trotzdem. Das ist unglaublich. Ach Gott, nee. Ja, warum nicht? Wir haben nochmal eine Runde Shadowfights vor uns. Ich hoffe, euch ist noch nicht langweilig von den Fights. Also, ich muss ehrlich zugeben, das habe ich noch nie gesehen. Ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Normalerweise, das ist ein Safe Setup. Aber ich habe es jetzt nicht drauf geachtet. Es kann sein, dass Yoda sich bewegt hat ein bisschen und dann spawnen halt die Shadows schon. Der Ruf kam halt nicht mehr durch. Also ja, im Endeffekt besteht der ganze Speedrun bis auf Movement auf Shadow Skips und Mars hat jetzt noch nicht so viel Glück, leider. Nee, bis jetzt noch nicht, aber es gibt noch ein paar weitere, die wir auf jeden Fall machen können. Und das Marathon-Luck. Ja, ich habe auch extrem, da muss ich auch wirklich sagen, ich habe schon das Spiel super oft gerannt. Ich habe extrem wenig Erfahrung mit diesen Shadowfights, weil ich die eigentlich nie machen muss. Ja, eben. Ist halt ganz witzig gerade mit anzusehen. So, können wir die Spinnen hier noch mitnehmen. Und ja, jetzt haben wir alle Shadows besiegt.
First Try. First Try, der Skip ist da. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch man hier klettern muss jetzt, weil ich es actually noch nie gemacht habe. So, das hat gereicht. Oder? Also was normalerweise passiert wäre, ist, dass Yoda eine gewisse Animation gemacht hätte, die Shadows von oben direkt nach unten fallen und erst dann das Ganze... Ach, Wahnsinn. Ich weiß gerade auch nicht, was passiert, wenn ich ehrlich bin. So, ja, Yoda hat sich entschieden, mit hochzukommen. Yoda will heute Spiel einfach nicht. Genau. Und jetzt gleich kommt Sewer Escape, ich freue mich schon. Ach Gott. Nein, das kriegen wir alles hin. Sewer Escape ist auch eine des schwierigeren Skips tatsächlich. Also jetzt kommt erstmal die Mühle, aber während der Mühle kann ich schon mal ein bisschen erklären. Und zwar kommt dann gleich so ein Part, der wieder mit einem Shadow Skip basierend ist, bei dem man nach oben klettert, während die Shadows spawnen und dann durch den Sewer rennt und versucht, Yoda in Sicherheit zu bringen, bevor die Shadows sie überhaupt bemerken. Dafür muss man sie ganz präzise positionieren und ein bisschen hoffen, dass es einfach funktioniert. Das heißt, der Skip ist sehr präzise und funktioniert manchmal einfach nicht, weil Yoda andere Pläne hat. Aber mal schauen. Ja, ich weiß vom World Record Holder, Karakusa, der hat gesagt, bevor er seinen World Record Run gemacht hat, hat er den Sewer Skip 8-mal in a Row quasi verloren. Also den Run verloren. Und der Sewer Skip ist normalerweise bei 20 Minuten in, so ungefähr. Und ja, da kann man sich ja selber mal ausrechnen, wie lange man da erstmal gespielt haben muss, bis man da überhaupt über diese 20 Minuten drüber kommt. Mhm. Also der Split heißt bei mir auch It Never Works. Das ist so ein bisschen das Motto von dem Skip. Aber vielleicht kriegen wir ihn ja heute hin. So wie der Run bisher gelaufen ist, wäre das mal eine nette... das wäre mal eine nette Abwechslung. Als Brandy und ich heute den Co-op-Run gemacht haben, hat er tatsächlich nicht funktioniert, obwohl ich da Yoda kontrolliere. Ja, okay, das ist dann auch nochmal. Das ist echt verrückt. Also das Game ist super, es passiert jedes Mal was Neues. Wobei auch mit ein paar gefehlten Skips gute Runner mit Movement sehr viel rausholen können, das ist immer wieder impressive. Weil zum Beispiel bei meiner 1.41 habe ich eigentlich alle Skips geschafft, First Try, aber verliere dann über 5 Minuten einfach an kleinen Movement-Mistakes, die sich dann summieren. Was man eigentlich nicht glauben würde. Ja, aber das ist echt brutal teilweise. Vor allem im Vergleich zum Weltrekord halt nochmal ein paar Minuten. Dann. Also im Vergleich zu Shadow of the Colossus, wo es mehr auf die Skips ankommt, ist das Ganze hier wesentlich mehr Movement-based. So, und jetzt hofft man, dass er dann nicht gegrabbt wird und dann auch keucht. Und versucht, ja, bisher sieht's ganz okay aus. Ja, da kommt rein, man selbst kommt raus und... Nee, und wieder oder? Rein. Ja, und ist wieder rein. Schlimm, das ist quasi jetzt der Safe-Way, den Skip zu machen. Das Wichtigste ist, dass Yoda quasi reingekommen ist. Jetzt warten wir kurz, dass die Tür zugeht. Ja. Das ist dann auch. Und ja, das ist auch unglaublich viel schneller, als wenn man jetzt die Shadows fighten müsste. Also der Sewer Skip ist geglückt, würde ich einfach mal sagen. Ja, es ist der, also wir sagen immer, das ist der Safe Way, den Sewer Skip zu machen, weil er ein bisschen stressfreier ist. Ja, weil, oh nee. Jetzt will sie wegen den Spinnen nicht, glaube ich. Ja, ich habe, also wenn man sie nochmal callt, dann traut sie sich doch? Eigentlich, genau. Wusste ich nicht immer, cool. Jetzt haben wir jetzt zwei Shadows oben, da ist so ultimativ Stress. Oh, sie sind weggeflogen, das ist ja nett. Ja, da waren die mal nett. Ja, einmal. So, bei der Tür sind wir wieder safe und ja, wir haben quasi den, ja, ich würde sagen, schlimmsten oder zweitschlimmsten Skip quasi hinter uns. GG. Weil auch da kann Yoda, während man weg ist, gegrabbt werden. Manchmal haut sie auch auf irgendwelche Vögel, rennt da einfach weg von der Position und dann verliert man wieder ein paar Minuten. Ein, zwei Minuten wahrscheinlich. Genau.
So, jetzt lassen wir Yoda wieder für einen Moment alleine und haben hier so eine kleine Climbing-Section, wo wir uns so ein bisschen entspannen können, ein bisschen aufatmen können nach dem Skip. Genau, ein bisschen entspannter, kann man nochmal durchatmen. Ja, das ist wie gesagt das Schöne an dem Run, finde ich. Man hat halt wirklich immer Situationen, die sehr stressig sind, aber dann im Gegenzug auch Parts, die sehr entspannt sind. Der nächste Shadowfighter gleich kommt, den kann man tatsächlich nicht skippen. Die muss man auch bekämpfen, aber da gibt es Möglichkeiten, den Fight ein bisschen schneller zu machen, wenn es gut funktioniert. Denn sobald man die Kiste hier nach unten fallen lässt, spawnen sie. Und was Mars hier versuchen wird, ist, die Shadows in die Kiste reinzubügeln, sodass sie sich einfach nicht wegbewegen, und das ist dann immer ganz cool, wenn man sich da ein bisschen Zeit spart. Okay, das war jetzt nicht optimal, aber wir haben zumindest den Großen erstmal im Stunlock quasi. Oh, wie hat mich das denn getroffen? Das war interessant. So, jetzt die Fliegenden sind dann immer auch noch ganz nervig, weil sie nämlich mit Yoda wegfliegen können. Aber das hat dann doch ganz gut funktioniert. Ja, ich würde sagen, kann ich ganz zufrieden mit sein. War wahrscheinlich jetzt nicht die absolut schnellste Variante, aber schon ziemlich zügig. Ja, geht auf jeden Fall schlimmer. Denn sobald die zwei Shadows sich aufsplitten und ein Shadow dann Yoda grabt, dann wird es wieder zu so einem Freefall. Ein bisschen. Genau, wie wir schon durchaus gesehen haben. So, demnächst dann ein ganz cooler Sprung. Mit einem kleinen Setup. Aber erstmal müssen wir die Kiste noch für Yoda hinschieben, damit sie sich in Stellung bringen kann. Was vielleicht ganz interessant ist, dass wir halt immer versuchen, Kisten zu ziehen, und das gilt auch für so runde Schalter. Da ziehen halt die Animation ist schneller als schieben. Deswegen versuchen wir so viel wie möglich Sachen zu ziehen, sofern es halt vom Winkel möglich ist. Genau, und es macht tatsächlich auch einen relativ großen Unterschied bei manchen Parts des Spiels. Auch ganz interessant, vielleicht so diese Cutscenes, wo Shadows spawnen, sind leider unskippable. Genauso wie Cutscenes, wo Ico oder Yoda in Bewegung sind. So, jetzt kommt der angepriesene Sprung. Der sieht immer ganz nett aus, finde ich. Ja. Ist aber im Prinzip relativ einfach, sofern man das Setup drauf hat. So, hier ist der nächste Shadow Skip. Also, ihr seht schon, es kommt Shadow Skip auf Shadow Skip. Wir hatten das Glück, weil beide Shadows quasi in eine Paddel gegangen sind, also in eine Pfütze quasi. Die haben sich versteckt, weil sie Angst hatten. Und dann konnten wir einfach ganz entspannt die Ledge hochklettern, ohne dass sie uns jetzt darunter gehauen hätten, was für mich auch passieren kann. Ja, und das Gute an den Shadows ist, dass sie nicht fliegen können und sie auch Yoda nix. Deswegen wir da noch ein bisschen entspannter sein können. Genau, wir haben Yoda quasi zurückgelassen. Wir müssen jetzt einen Hebel betätigen, damit Yoda quasi auf einem Fahrstuhl über den Abgrund gefahren werden kann. Und das ist, glaube ich, auch derselbe Weg, wie man ihn in einem Casual Playthrough gehen würde. Nur halt ein bisschen optimierter. Genau. Aber ja, wie ihr seht, viele der Rätsel bestehen daraus, Yoda von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Genau. Auch das Yoda-Management spielt halt eine große Rolle. Wo stelle ich Yoda ab? Wann rufe ich nach Yoda? Wohin läuft Yoda? Eigentlich kümmert man sich den ganzen Mann um Yoda wie um so ein kleines Baby. Genau. So, kurz gucken, ob Yoda schon auf der Plattform ist. Habe ich jetzt nicht gesehen. Die klettert erstmal in Ruhe hoch, warum auch nicht. So, jetzt ist Yoda. Zumindest war die Kiste gut positioniert, sonst ist jetzt ein Problem. Genau. Jetzt fährt Yoda rüber und es spawnen die nächsten Shadows. Das heißt, wir wollen so schnell wie möglich runterkommen. Und wenn ich es richtig mache, können wir das hier mit einem Sprung ganz entspannt lösen. So, wir hatten auch, glaube ich, Glück vom Positioning her. Vielleicht erwischen wir Yoda noch. Letzte Sekunde tatsächlich noch erwischt.
Deine. Sehr gut. Ja, weil wenn Jorde einmal in dieser Pfütze, dieser Schattenpfütze drin ist, dann wird sie quasi eingesogen und dann müssen wir sie erstmal rausholen und das ein bisschen langsamer. Als jetzt einfach den Shadow einmal einen auf die Nuss zu geben und Jorde dann einfach mitzunehmen. So, das nichtareal.de East Arena. Da gibt es sehr viele Kleinigkeiten, die man macht, um das Ganze schneller zu machen. Auch sehr verwirrend, weil es später noch eine Real gibt, West Arena, die sehr, sehr ähnlich aussieht, aber komplett anders funktioniert. Also, wenn man den Run das erste Mal lernt oder wenn man ihn das länger nicht mehr gemacht hat, kann man sich da durchaus verwirren lassen. Ja, das ist wahr. Ja, von der Story her, wir wollen halt immer noch jetzt zusammen mit Jorda aus diesem Schloss entkommen. Und wir müssen halt sowohl die East Arena als auch die West Arena besuchen, weil dort, jetzt wird's crazy, Reflektoren stehen, die irgendwie das Licht auf eine Art, magische Art und Weise zum Haupttor leiten und dieses dann öffnen. Deswegen müssen wir beide Areale besuchen im Laufe des Speedruns, bevor quasi das Haupttor aufgeht und wir eventuell escapen können. Oh. Okay. So, hier ist quasi wieder ein Shadowfight, den wir leider nicht skippen können. Beziehungsweise wir könnten es theoretisch, aber wir müssen den Shadow, der hier spawnt, töten, weil wir Jorda später nochmal zurückbringen wollen und der würde die dann grabben. Deswegen nehmen wir jetzt einfach den einfachen Weg und fighten diesen Shadow einfach. Genau, wieder schön in den Stunlock. Genau, das ist hier relativ einfach, weil hier die schöne Bank steht. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Hass-Shadow-Skip, der mir immer sehr viel Stress und Angst bereitet. Ja, und zwar was Mars hier versuchen wird, sobald die Shadows aktiviert sind, wir müssen mit Jorda nämlich diese Plattform aktivieren, wird er versuchen, Jorda aus dem Raum rauszubringen und den Rest des Puzzles alleine machen, aber dafür muss Jorda halt die Leiter hochklettern. Und Jorda hat so ihren eigenen Willen, wenn es darum geht, Leitern hochzuklettern. Also hoffen wir einfach mal, dass es jetzt gut funktioniert. Das sollte klappen, das sieht gut aus. Also der stressige Part ist wirklich, Jorda zu dieser Leiter zu führen, weil sobald man sie ein bisschen abseits von der Leiter hinführt, dann ist der Shadow schneller und grabt Jorda und wir können den Skip nicht mehr machen. Hier stellen wir Jorda ab, deswegen haben wir gerade den Shadow getötet. Das hätten wir sonst nicht machen können. Mhm. Und eine wichtige Information ist vielleicht, dass die Shadows nur in Räumen spawnen, wo Jorda ist. Das heißt, hier sind jetzt keine Shadows mehr und wir können einfach ganz entspannt hier weiterarbeiten. Ja, wobei entspannt auch so eine Sache ist, das Movement muss relativ präzise sein, damit kein weiterer Shadow spawnt, wo Jorda gerade ist. Also es tickt gerade auch so ein kleiner Timer nebenher. Genau, ja, das habe ich schon ganz ausgeblendet. Also man muss das relativ zügig hier schaffen, diese Sektion. Sonst wird Jorda, wie gesagt, im anderen Raum gegrabbt. Ist aber prinzipiell normalerweise kein Problem, wenn man halt weiß, was man machen muss. Ja, genau. Im Hintergrund hat man gerade den ersten Reflektor gesehen. Den müssen wir tatsächlich nicht bewegen. Den anderen Reflektor müssen wir nachher bewegen. Weil genau, der Winkel nicht stimmt. Hier machen wir einfach nur die Tore frei, damit der Reflektor sein Werk vollrichten kann. So, wir haben es inside geschafft, Jorda wurde nicht gegrabbt. Das heißt, wir können ganz entspannt jetzt zum Schwert wechseln. Genau, dieses ist gerade rausgefallen aus der Blockierung und dieses ist um einiges stärker. Und dieses können wir auch verwenden, um Seile durchzuschneiden, was jetzt auch ein Thema sein wird. In vielen verschiedenen Realen. Genau, also die Idee ist halt, mit dem Schwert können wir halt Seile schneiden und die Shadows besser fighten, aber mit dem Stick, den brauchen wir trotzdem noch, weil nur mit dem können wir halt Fackeln quasi anzünden. Wo ist Jorda? Bis zur Treppe gelaufen. Ja, oft sind auch so Kleinigkeiten wie Jorda Placement und wann man Jorda wie ruft. Ganz wichtig, damit der Run ein bisschen smoother sein kann. Jetzt erstmal wieder eine kleinere, entspanntere Second.
Genau, also das sag ich immer ist der langweiligste Part von dem Run, weil man hier einfach nur klettern muss. Ist aber keine lange Sektion. Dauert halt nur seine, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Kommt einem vor wie eine halbe Ewigkeit. Genau, richtig. Und ja, Und zwar ist der nächste Part, dass wir dieses Wasser stoppen müssen, damit Yoda vorankommen kann. Ja, dafür müssen wir einen Hebel betätigen, zu dem wir erst noch kommen. Genau. Also in meinem Kopf zum größten Teil sind wir jetzt hier durch mit dem Reflektor, weil halt kein Shadow Skip mehr kommt. Das ist ganz schön. Jetzt geht es halt nur noch um ein bisschen Movement und Yoda Placement und dann haben wir die West Arena auf jeden Fall schon. Ne, East Arena ist es, ne? Nicht, ja. Dass jetzt hier durcheinander kommt noch. So, hier lassen wir eine Brücke runter und dafür müssen wir die Seile durchschneiden. Deswegen haben wir auch das Schwert genommen. Und. Sorry, ich fall dir auch immer ins Wort. Nee, alles gut. Das Coole hier ist, wenn man präzise springt, kann man beide Seile durchtrennen mit einem Schwung. Was sich auch nicht so ganz einfach ist, wenn man es nicht ein bisschen übt. Genau, das ist einfach eine Timing-Sache. Weil die Hitbox von dem Schwertschlagen halt relativ groß ist. So, jetzt rufen wir Yoda. Fallen auf den Boden und warten einen Moment, bis sie ihren Weg hier hoch gemacht hat. Hier war gerade übrigens noch der Wasserfall, falls man das noch in Erinnerung hat. Genau, und da wir jetzt die Brücke haben und den Hebel betätigt haben, ist damit die East Arena auch schon durch. Also bis auf den Skip ist die East Arena tatsächlich weniger stressig als die West später in vielen Aspekten. Da ist die West Arena ein bisschen ausgeklügelter, weil es ein paar Skips angeht. Wobei, wenn man gut darin ist, ich glaube, West Arena einfacher sein kann. Weil das Skip ein bisschen easier ist vom Movement. Genau, also ich finde vom reinen technischen her ist East Arena stressiger für mich, aber nur wegen den Shadow Skips. Aber prinzipiell, West Arena hat ein paar mehr technische Sachen, die vielleicht anspruchsvoller sind, aber für mich weniger stressig. Aber dafür haben wir am Ende noch die Chance, quasi ein Game-Over-Screen zu kriegen in der West Arena, was wir natürlich nicht wollen. Aber das erklären wir dann. Genau. Auch wenn es gerade nicht so aussah, was Master gerade gemacht hat, war relativ ausgeklügelt, denn Yoda hat die Tendenz zurückzubleiben, wenn man auf den Aufzug geht und das will dann wiederum viel Zeit kosten. Genau. Das heißt, mit einem guten Schwung versucht man dann immer Yoda ein bisschen mitzuziehen, was nicht so ganz einfach ist, auch wenn man es nicht meinen würde. Ja, hier haben wir wieder zum Stick gewechselt, um halt eben hier die Fackeln anzuzünden. Ich habe Yoda quasi gerufen, als ich bei dem Schwert war, was wir ja vorhin liegen lassen haben. Und optimalerweise kann ich jetzt hier hingehen, Yoda rufen, das Schwert nehmen und Yoda ist direkt wieder bei mir. Und wir können die East Arena auch verlassen. Hoffentlich mit dem Ladder Skip. Natürlich nicht. Also es gibt eine schnelle Art und Weise, hier runter zu springen. Da springt Yoda quasi mit einem runter. Und das gibt halt einfach die Zeit, die Yoda jetzt hier gerade runterklettert. Ist aber nicht weiter tragisch. Immerhin ist Yoda runtergeklettert. Ja, manchmal klettert sie auch wieder hoch. Also Yoda ist auf jeden Fall sehr speziell. Wie wir immer sagen, sie hat ihre Handtasche vergessen. Klettert sie erstmal den ganzen Weg wieder hoch. Also hier würde man casual einfach die Brücke entlang laufen und die Shadows fighten. Wir haben uns was Besonderes überlegt und zwar lassen wir Yoda einfach an einem ziemlich spezifischen Punkt dort stehen und laufen erstmal alleine vor und jetzt kommt halt das, was ich vorhin angeteasert habe. Wir nutzen quasi aus, dass die Shadows Yoda grabben und zur Pfütze fliegen. Ich muss die Kamera ein bisschen... Haben sie immer Yoda immer noch nicht gegrabbt? Das ist komisch. Das ist ja unglaublich. So late sein, oder? So late, also es ist absolut kein Problem. Glaube ich. Weil je später, desto besser. Genau, hier unten sieht man die Shadow-Pfütze dahin. Fliegen die Shadows quasi Yoda. Und in der Zeit, in der die Shadows Yoda eben hier hinfliegen,
können wir normalerweise ganz entspannt hier hochklettern. Ja. Und den Hebel hier betätigen. Da haben wir die Amazon Prime Drone Delivery. Genau, ich nenne das immer Your Same Day Delivery. Wenn wir den Raum früh genug verlassen, also wir haben 6 spielbare Sekunden im Raum, bevor wir ein Game Over Screen kriegen. Und wenn wir den Raum wieder verlassen, resettet sich das Positioning von den Shadows und Yorda und sie kommen jetzt erst an. Das heißt, wir können einfach hier stehen. Auch relativ schnell. Genau, richtig, das war relativ schnell. Yorda einfach mitnehmen und das war halt jetzt der Same Day Yorda Delivery. Skip ist ganz, ganz nett, dass man sich diese Mechanik, dass die Shadows halt Yorda grabben und quasi mitnehmen, so ein bisschen zunutze machen kann. Jetzt wieder ein bisschen Puzzling. Genau, hier müssen wir noch ein Seil durchschneiden. Wir müssen viele Seile durchschneiden in dem Spiel. Und unser nächstes Objective ist halt, also unser großes Objective ist halt zur West Arena zu gelangen, um dort den zweiten Reflektor zu aktivieren und dann das Haupttor zu öffnen. Aber es dauert halt noch eine Sekunde, bis wir bei der West Arena sind. Hier wie angeteasert, wieder der Moment, wo man mit Yorda vor zig Shadows wegrennt. Ist immer ein bisschen nervig. Das sind übrigens immer noch die gleichen Shadows von Anfang. Also wir rennen im ganzen Rand von diesen Shadows mehrmals weg. Und der Part ist immer extrem stressig. Ich habe schon einige gute PB-Pace-Runs hier verloren, weil die Shadows einfach... Sie sind halt RNG, die Shadows, also wo sie spawnen, also nicht wo sie spawnen, aber wie sie fliegen und wie sie sich bewegen. Und wenn man Pech hat und irgendwie mal aus Versehen gegen eine Wand läuft, also da muss man auch ein gutes Movement haben, dann kann Yorda durchaus gegrabbt werden. Und das ist halt ein ewiger Timeloss dann. So, hier kann man Yorda wieder stehen lassen. Und während ich das Seil hochkletter, rufe ich quasi nach Yorda, deswegen schwingt die Kamera auch zu Yorda. Und Yorda läuft quasi schon mal ihren Weg, während wir noch hochklettern. Und wie viel Yorda läuft und wie sie sich bewegt, ist halt auch quasi RNG-based. Es hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie und wann wir Yorda callen, aber wir können halt leider nicht alles kontrollieren. Ja, deswegen gibt es durchaus Momente, wo Runs Zeit gewinnen und verlieren daran, je nachdem wie die Yorda RNG ist. Genau. Hier ist. Wobei man da in dem Fern Einfluss hat, dass man versucht, Setups zu finden, wie es dann doch ein bisschen schneller geht. Genau. Im Optimalfall wäre Yorda jetzt bis zum Block quasi schon vorgerannt. Sie bleibt manchmal gern unter dieser Brücke stehen, was nicht weiter schlimm ist. Das war noch relativ gut. Gibt auch schlimmere Arten und Weisen, wo Yoda noch ganz hinten ist manchmal. Jetzt kommt eine Section, die es im 50-Hertz-Run zum Beispiel gar nicht gibt. Was auch ganz cool zu sehen ist, wie man die dann optimiert. Die würde man komplett skippen. Also jetzt kommt mein Lieblingsjump, kommt jetzt aus dem ganzen Run. Ich finde den halt ultimativ witzig. Und zwar müsste man hier ein ewig langes Puzzle lösen, um runterzukommen, weil die Tür uns hier den Weg versperrt. Wir können aber einfach todesmutig runterspringen und landen hier auf der Brücke quasi. Und haben halt schon einen ordentlichen Part geskippt. Ja, sieht schlimm aus, ist aber tatsächlich relativ einfach. Also viele der Jumps, die gefährlich aussehen, haben immer relativ gute Setups, die es dann konsequent ermöglichen, sowas zu machen, auch ohne davor abzuspeichern. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn man halt einen Jump misst oder fällt, dann ist es meistens irgendwie so ein Flüchtigkeits-Konzentrationsfehler. Und weniger jetzt RNG oder weiß ich was. Mhm. Was immerhin etwas ist. Sonst wäre der Run noch ein ganzes Stück stressiger. Ja. So, hier kann man einen guten Sprung machen mit einem schönen Setup, dass wir hier auf die Ledge climben können und damit skippen wir halt nochmal einen Part, der uns hier erstmal raufgeführt hätte. Ist auch ganz witzig, dass man das quasi übersehen hat, dass man von der einen Erhöhung einfach hier drauf springen kann. Aber zu unserer Freude natürlich.
Ja. Und ja, jetzt kommt nochmal ein relativ entspannter Part. Und zwar müssen wir jetzt warten. Hier sind zwei große Leitern und wir müssen warten, bis Jorda die hochgeklettert ist. Und ich kann ja mal kurz hier bleiben, damit wir sehen. Sie nimmt immer nur einen Step. Und auch immer nur mit einem Fuß. Also das dauert seine Zeit. Und ja, es gibt keine Möglichkeit, wie wir das irgendwie beschleunigen könnten. Wir müssen halt wirklich Ja. warten, bis sie die Leitern hochgeklettert ist. Ja, das ist auf jeden Fall sehr präzise in ihrer Herangehensweise, wenn es um Leitern geht. Genau. Ja, jetzt sehen wir noch mal schön die schöne Klettertechnik. So, und weil wir ein Gentleman sind, machen wir oder natürlich schon mal die Tür auf. Oh Gott. Oh, sie ist mit durchgekommen. Wunderbar. Super, Jorda. Ich habe nichts gesagt. Gut gemacht. Es kann sein, dass man hier gar nicht die Hand halten muss. Manchmal nimmt sie die Hand einfach nicht so, wie man es gerne möchte. Hat aber alles wunderbar geklappt. Hier haben wir nochmal eine kleine Climbing-Section, die wir allerdings alleine machen können. Ja, dauert auch nochmal seine Zeit. Ich würde sagen, dieser Part jetzt mit den Leddern und das, was jetzt gerade passiert, ist prinzipiell so der entspannteste Part, weil nicht viel passieren kann. Man muss hier einfach nur lang klettern. Und was dann als nächstes kommt, so ein präziser Jump, Oh ja. der, wenn jemand das Game vielleicht casually gespielt hat, der wird wissen, dass das Timing auf dem ziemlich brutal sein kann. Also viele brauchen da Ewigkeiten, bis es einmal funktioniert. Ich denke, Mars wird da jetzt nicht die Probleme haben, wegen der Erfahrung einfach, aber das Timing ist nicht ohne. Dafür, dass es casually intended ist. Genau, also das ist schon ziemlich hart so. Also ist schon casual schwer. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die irgendwie 30 Minuten, 40 Minuten an diesem Jump sich versucht haben. Und es hat immer noch nicht funktioniert. Und die haben dann einfach gedacht, das ist nicht intended, das ist nicht der Weg, den ich gehen muss. Und quasi einen anderen Weg gesucht. Also das ist halt verrückt. So, und da sind wir nämlich schon. Und zwar haben wir hier diese Pumpe. Und da muss ich kurz mal nachdenken. Und wir haben es jetzt First Try gemacht und es sieht ultimativ einfach aus, ist aber super schwierig, Casual. Also da muss man schon das richtige Timing haben. Gibt da auch ein Setup, was einem helfen kann, aber prinzipiell weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben, so einen harten Jump da einzubauen. So. Ja, währenddessen in der US-Version des Spiels fehlt das ganz einfach. Ja, da fehlt einiges. Würde ich mal sagen. Das war ein Early Release, wenn ich so ganz durchdacht war. Oh, wir haben eine Taube mitgenommen, das ist mir auch noch nicht passiert. Auch cool. Ja, Ja, Yoda ist schon da, ready. genau. Also die Tauben spielen auch quasi eine Rolle in dem Game. Und zwar haben sie die Rolle, dass Yorda sie immer verfolgen möchte. Oh, das war jetzt nicht so gut. Und manchmal, wenn man Pech hat, dann läuft Yorda einfach den Tauben nach und man kann nichts machen. Dann immer ein bisschen ärgerlich. Kann schon mal den einen oder anderen Skip kosten, okay. So, der Jump, den haben wir jetzt auch quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, First Try gemacht, weil wir gerade einmal kurz runtergefallen sind. Ist Casual auch ultimativ schwierig. Und zwar hat man da das Bedürfnis, weil man ja auf diesem Wasserrad steht und das ja quasi schnell sich dreht, Jump zu spammen und den Jump so schnell wie möglich zu machen. Aber was man halt auf keinen Fall machen darf, ist Jump zu spammen, weil dann kommt der Jump nämlich nicht durch. Das heißt, man muss hier wirklich abwarten und Jump im richtigen Moment drücken. Was halt Casual auch schwierig sein kann, wenn man es nicht weiß. Ja, Also. das Timing ist da auf jeden Fall ein bisschen komisch. Oh, hier ist noch ein bisschen Movement mit Yoda. Und unten haben wir quasi unseren nächsten Shadow Skip. Ja, auch
einen Shadowskip, der durchaus ziemlich frustrierend und stressig sein kann, wenn man auf Yoda angewiesen ist. Genau. Also die Idee ist, also wenn wir auf dem Boden, wo wir gerade sind, sobald Yoda diesen Boden berührt, spawnen halt die Shadows. Deswegen schieben wir den Block schon mal vor und callen jetzt erst nach Yoda. Yoda droppt jetzt quasi auf den Boden, jetzt spawnen die Shadows und wenn wir Glück haben, rennt Yoda schnell zu uns. Und wir können halt Yoda quasi, da ist schon der erste Shadow, ist immer sehr knapp. Und wir können Yoda quasi schnell zur Tür führen, um die Shadows zu fangen. So, ja, jetzt haben wir quasi noch ein kleines Areal, bevor wir zur nächsten Arena kommen. Prinzipiell relativ entspannt, aber auch einige interessante Sprünge dabei. Werden wir gleich sehen. Und hier ist schon mal ein bisschen Foreshadowing. Hier unten sieht man eine Gegend, die wir später noch besuchen müssen. Ist immer ganz cool, dass man quasi schon sehen kann, was einen noch erwartet in dem Spiel. Und das Allerinteressanteste ist, man kann da sogar runterspringen und sich dort aufhalten. Dann gibt es dann aber auch einen Weg zurück. Was immer ganz interessant ist. Aber das ist tatsächlich geladen. Das ist nicht nur. Ja, ist keine Zauberei. Es ist alles wirklich existierend. Das ist das Schöne an dem Spiel. Also eine der schönen Sachen, finde ich. Ja, Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Das ist alles genau an seinem Platz, wo es sein soll. Und da wird nicht mit Ladezonen oder so gespielt. Ja, vor allem Game Design technisch auch maßgebend für viele andere Spiele, die ähnliche Mechaniken benutzt haben, wie zum Beispiel Dark Souls 1, wo ja auch mit Leitern und geladenen Zonen gearbeitet wird. Ein Beispiel, wo Ico auch explizit als Inspiration genannt wurde. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Spiel. Also, viele kennen das aus ihrer Kindheit noch, glaube ich. Ich persönlich habe es auch mal gespielt, als ich ein bisschen jünger war. Und das ist so ein bisschen die Anfänge von so richtig guten Puzzle-Games. Also, hier sind wirklich einige Rätsel, wo die Entwickler sich schon echt Gedanken gemacht haben. Wo man sagen würde, boah, für die Zeit ist das halt echt verrückt, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Und vor allem, was sie sich ausgedacht haben. Ja, man muss bedenken, das ist ja original ein PS2-Titel von 2001, also in vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus. Also hier haben wir uns nochmal das Positioning von Yoda zugunsten gemacht, und zwar haben wir Yoda stehen lassen, weil wenn sie die Treppe runtergeht, spawnen wieder die Shadows. Also haben wir quasi erstmal den Weg wieder vorgearbeitet, haben die Brücke runtergelassen, erst dann Yoda gerufen und ja, wie man gesehen hat, klappt das wunderbar smooth und wir konnten dann einfach mit Yoda direkt während die Shadows spawnen noch quasi in die nächste Loading Zone. Und jetzt kommt gleich auch wieder so ein Mini-Shadow-Skip, wo Mars mit Yoda zu einem Aufzug rennen wird. Ja, das ist immer ganz interessant. Das ist so ein bisschen RNG-based. Wir können halt ein bis zwei Shadows quasi im Aufzug bekommen, aber auch gar keinen, wenn wir Glück haben. Und es hängt halt damit zusammen, dass die Shadows unten, was man jetzt nicht mehr sieht, wo wir gerade waren auf der Ebene. Ach, Yoda. Danke. Quasi hängen bleiben können an der Decke und dann nicht hochkommen. Und das ist halt total luck-based. Also wenn ich mich nicht verhört habe, haben wir Glück gehabt und kriegen kein Shadow. Normalerweise würden die Shadows dann hier auf dem Aufzug landen. Wir müssten sie quasi währenddessen fighten, während wir den Aufzug quasi hochdrehen. Was von der Physik tatsächlich auch ganz cool durchdacht ist, je weiter außen man steht, desto schneller kann Ico das Ganze fortbewegen und ziehen ist hier wiederum schneller. Das heißt, Mars wird hier kurz seine Position ändern nach kleinem Cutscene, weil ziehen immer noch schneller ist. Genau. Und wie TikTok schon gesagt hat, versuchen wir halt, wir sind noch nicht ganz oben,
so außen wie möglich zu grabben, weil es dann halt wesentlich schneller geht. Und coming up, einer der coolsten Sprünge im ganzen Run. Ja, wenn ich ihn nicht vermasse. Ja gut, wenn du ihn vermasselst, dann haben wir ein Problem. Ja, ich habe hier ein Safe-Game, aber ja, auf jeden Fall. Ach, hast du sogar schon vorbereitet, oder? Genau. So, er hat geklappt. ist so ein, so, also sieht, finde ich, aus wie so ein Jump of Faith. Man springt einfach und hofft, dass Ico das Seil grabbt, aber es gibt actually ein gutes Setup dafür. Und der ist eigentlich ziemlich safe, der Jump. Er ist relativ safe, aber jedes Mal, wenn man ihn macht, hat man so einen Mini-Heart-Attack. Genau, so richtig. Gefühl. Ich habe auch durchaus schon mal einen Run verloren, weil ich daneben gesprungen bin. Also es ist auch nicht unmöglich. Aber prinzipiell eigentlich relativ safe. Wieder ein bisschen Bomben-Action. Genau. Da wird jetzt gleich eine Water Tower gesprengt. Da das Ganze mit einem Stock ein bisschen langsamer werden wäre, werden wir ihn gleich wieder im Springen entzünden und dann werfen. Was auch nicht so ganz so vorgesehen ist, aber gut, dass es funktioniert. Und ja, auf Physik. Jeden Fall. Sind wir sehr dankbar. Ja, bring noch ein bisschen mehr Tiefe und Optimierung in den Run rein. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Cooler ja. Grab. Ja, man kann, also wenn man es perfekt macht, könnte man auf den zweiten Balken grabben. Aber das ist super selten, also da muss man schon echt Glück haben. Wird die Brücke runtergelassen, damit die Horde auch nachkommen kann. Genau, und hier können wir einen kleinen Asimov abziehen. Wir können quasi sagen, Yoda, komm her, wir fangen dich. Und sobald Yoda springt, können wir einfach gehen. Yoda schafft das schon. Bin ich mir sicher. Man muss hier schnell sein, das ist ja wichtiger. Der Sprung. Auch nicht so ganz einfach, weil man da durchaus hängen bleiben kann. Genau, also wenn man quasi mit wenig Speed losspringt, dann kann man halt durch diese Holz, wie sagt man, Geländer, die wir hier sehen, überall quasi durchspringen, mehr oder weniger. Und das ist halt nochmal ein cooles Movement-Ding. Was man ja einfach zur Verfügung hat. So, ja, das ist jetzt einfach ein bisschen Puzzling hier. Wir lassen Yoda halt quasi immer irgendwo stehen und führen sie immer nur teilweise weiter. Und hier können wir einen coolen Bunnyhop machen, wenn wir hoch genug sind, dass wir quasi direkt zum Schalter durchhüpfen. Ich sag mal Schalter, aber wie nennt man die? Dreh? Frage. Ich erkenne das Wort dafür. Ein Drehmechanismus. Ah, das ist gut, ja. Hier der Jump ist ein bisschen awkward, weil die Kamera nicht resettet wird. Muss man sich dran gewöhnen. Haben es aber ohne Probleme geschafft. So, und jetzt sollte Yoda halt hier unten sein. Und wir droppen einfach runter, rufen direkt Yoda. Dass Yoda rüber springt, denn es spawnen jetzt Shadows. Und deswegen, da sind sie schon. Wollen wir Yoda so schnell wie möglich hier rüber kriegen. Und hier ist es tatsächlich eine der Möglichkeiten, wo Yoda aus Versehen runtersliden könnte. Wo dann auf einmal das Spiel vorbei ist. Aber normalerweise kein Problem. War ein weiterer Shadow-Skip. Genau. Und ja, quasi jeder Jump, den wir jetzt hier gerade gemacht haben, wäre ein Game-Over-Screen gewesen, weil es keinen Boden gibt. Deswegen, auch wenn es halt immer relativ simpel aussieht, jeder Jump ist quasi entscheidend, also man muss die Jumps halt alle hitten. Und ja, jetzt sind wir quasi gegenüber vom East Reflector. Da hinten sieht man halt noch die Brücke, wo wir gerade lang gegangen sind. Und wir sind jetzt auf unserem direkten Weg zum West Reflector oder West Arena. Ich sag immer Reflector, aber richtig wäre Arena. Ja, und wer vorhin schon mal kurz aufgepasst hat, wird merken, vom Layout her sieht es erschreckend gleich aus. Aber die ganze Vorgehensweise wird komplett anders sein. Weil das Ganze auch spiegelverkehrt ist, kann man sich da auch als Speedrunner ab und zu mal
Ja, zumindest ich komme da ab und zu mal durcheinander, wenn ich es gerade nicht auf jeden Fall. Täglich runne. Also ich hatte es schon mal, dass ich halt Westwood Tackle gepracticed habe, also geübt habe. Und dann habe ich halt einen Run gestartet und der erste ist ja der East Reflector und dann kommt man in Verwirrung und dann weiß man nicht, wie was los ist. Aber ja, und auf einmal ist alles spiegelverkehrt und komisch. Genau. Hier rufen wir einfach Jorla, weil die brauchen immer ihre Zeit, bis sie die Leiter hochgeklettert ist. Währenddessen können wir noch was anderes machen. Hier müssen wir nämlich wieder Seile durchschneiden, um eine Tür zu öffnen. Ja. Die sind ein bisschen präzise, die Jumps. Auch casual wahrscheinlich schrecklich, die zu machen. Ja, vor allem, wenn man springen muss und gleichzeitig zuschlagen. So, das ist Jorda. Die hat mittlerweile ihren Weg hochgeschafft. Jetzt lassen wir Jorda hier nochmal stehen. Wir kümmern uns um das zweite Seil. Ja, und wenn Mars das sehr schnell macht, dann kann er einen Shadow Spawn verhindern, der den Shadow Skip später ein bisschen einfacher machen wird. Alles gut, wir sind nur hängen geblieben. Ja. So, hier wechseln wir wieder zum Stick, weil wir uns wieder um Feuer kümmern müssen. Und das Prinzip ist halt dasselbe, wir wollen halt die ganzen Fenster öffnen, damit das Licht vom Reflektor durchscheinen kann im Endeffekt. Ja, aber diesmal in einer bisschen anderen Reihenfolge. Und hier ist entscheidend, dass man mit Jorda eben das Ganze aktiviert, dann auch das zweite Tor praktisch öffnet, aber dann wieder den Shadow Skip macht und Jorda in Sicherheit bringt. Hierfür ist wichtig, dass Jorda erstmal hier stehen bleibt und die Shadows nicht triggern. Genau, das Entscheidende hier ist halt, dass die Shadows nicht sofort spawnen, wie im anderen Reflektor, sondern gleich erst, wenn wir das Fenster hier aufgemacht haben. Deswegen ist es prinzipiell ein bisschen entspannter und sicherer. Ja, und nachher, sobald sie spawnen, versucht man die Horde eben wieder in den anderen Raum zu bringen. Aber das kleine Problem wird sein, dass der andere Raum auch voll von Shadows ist. Deswegen müssen wir ein bisschen kreativ werden, wohin wir die Horde bringen. Wenn alles gut funktioniert, werdet ihr gleich sehen, so, wie genau das dann funktioniert. Während Jorda hochklettert zum Schwert. Oh, die Shadows sind ziemlich early hier. Oh Gott. Das ist unglaublich unlucky. Jorda wurde gegrabt. Oh Gott, nee. Das ist tatsächlich sehr tragisch, weil das ist eigentlich. Bring dir die hoch? Ach, da hinten. Ja, also damit würde ich sagen, sind wir 1 für 2 von den Reflector Skips. Ja, wobei dieser tendenziell tatsächlich ein bisschen einfacher ist, weil Jorda ein bisschen mehr Platz und Zeit hat. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen hier, um Jorda wieder rauszuholen. Ja, wie gesagt, wenn Jorda direkt komplett drin ist, dann ist es halt Game Over. Deswegen. Das Gute ist, man hat hier zumindest das Schwert, das heißt, es kostet nicht ganz viel Zeit, wie wenn es in East Arena schief geht. Also man sieht halt, die Shadows sterben halt wesentlich schneller mit dem Schwert. Ich glaube, die brauchen nur 2 bis 3 Hits. So, wenn wir Glück haben, klettert Jorda die Leiter hoch. Ja, das Gute ist, dann sind die Shadows halt später nicht da, wenn es ein bisschen scary wird. Und das Problem, finde ich immer, wenn man die Shadows halt wirklich fighten muss, ist halt, dass sie halt, wenn die Jorda einmal gegrabt haben, fliegen die meistens los. Und sind quasi schon ein bisschen höher und dann muss man die halt mit Jump Attacks manchmal angreifen, bis sie Jorda erst fallen lassen und das kann halt ziemlich awkward werden. Genau. So, jetzt bringen wir Jorda auf in diesen Raum komplett gegenüber. Und ja, das bringt da das ist wieder der Skip, dass die Shadows nicht mehr da sind. Aber jetzt ist halt wieder der Timer da, währenddessen man relativ viel zu tun hat. Genau, hier ist es nicht so ganz so schlimm, weil wir Jorda gleich nochmal besuchen, quasi in derselben Loading Zone. Aber doch präzise. Und hier, wie angesprochen, haben wir den Reflektor und der hat halt den falschen Winkel, deswegen müssen wir den einmal besuchen. Schön wieder außen grabben hier und ziehen.
So, jetzt ist er ausgerichtet. Wir können weitermachen. Und das ist, glaube ich, hier aktuell dieselbe Loading Zone. Wie in dem Raum, wo Yoda gerade ist. Deswegen können wir sie so lange alleine lassen. Ja, genau. Also, das ist immer ein bisschen unterbrochen, der Timer. Aber man darf auf jeden Fall nicht zögern. Und im letzten Abschnitt kann es ein bisschen eng werden. Außer man macht ein paar Skips. So, hier eigentlich dasselbe wie im East Arena. Müssen wir die Seile durchschneiden. Immerhin, das klappt heute gut. Sehr gut, 4 für 4. Muss auch die kleinen Erfolge feiern. So, hier dasselbe Prinzip. Wir machen quasi den Wasserfall aus. Rufen nach Yoda. Allerdings können wir hier nicht runterspringen, weil das Gitter zu hoch ist und wir uns noch um was anderes kümmern müssen. Hier gibt es einen coolen Sprung runter, der uns ein bisschen Zeit verschafft. Hier wechseln wir zum Stick und hier können wir einen relativ präzisen Sprung unten auf die Brücke machen, der sehr cool ist, wie ich finde. Und wir arbeiten jetzt gerade daran, uns eine Bombe zu holen, mit der wir hier eine Holz... Und für den Marathon werde ich jetzt einfach mal die Safe-Variante zeigen. Auch ganz interessant, da sieht man mal, wie man es casual macht. Man leitet... Ich glaube, du hast gerade ein bisschen Probleme mit den Frames, kann das sein? Echt? Also bei mir, bei OBS wird... Jetzt, das ist der stressige Part. Das ist quasi dasselbe wie im East, wie in der East Arena, nur dass wir, wie ihr seht, wir hatten Glück, der Shadow ist nicht durch den Boden geglitscht. Und ja, das war cool. Obhut der Serverbetreiber. Liegt nicht an euch, okay. Die Shadows haben ja die Frames gestohlen.
wenn mir gleich im Bescheid sagt, kann ich gerne versuchen, den Stream neu zu starten, wenn das möglich ist. Ich weiß halt nicht, ob es geht, weil wir. So, ja, Jorda hat auf uns gewartet, das ist sehr schön. Ich sehe auch keinen Pegel. Ah, jetzt sehe ich was. Jetzt sehe ich was. Jetzt hoffe ich auch, dass es flüssig läuft. Jo. Kannst du mal eben kurz wieder Endpause ein bisschen Gameplay zeigen? Ja, ich würde sagen, das sieht flüssig aus. Okay, super. Okay, dann noch weiterhin viel Spaß, Leute. Und ja, freue mich auf den Rest des Runs. Okay, bis gleich. Danke. User left your channel. So, sind wir wieder da? Ich glaube schon. Sieht gut aus. Ihr habt nichts verpasst. Wie gesagt, wir waren gerade dabei. Wir haben die West Arena geschafft und die East Arena. Und können jetzt quasi hier denselben Weg wie vorher schon zurückgehen zum Haupttor. Dass wir jetzt quasi durch die magische Lichtenergie geöffnet haben. Ja, storytechnisch wird jetzt gleich ein bisschen was passieren. Wir sehen die Queen, die wir vorhin schon mal in einer Cutscene geskippt haben. Und die will Yorda praktisch hier behalten. Im Schloss. Genau, und das ist jetzt so casual, finde ich ganz schön, weil man denkt, ach, man hat das Game endlich durchgespielt, man hat es geschafft. Man muss jetzt hier nur noch über die Brücke rüber und dann ist man quasi frei. Ihr werdet aber gleich sehen, was passieren wird. In diesem Moment vielleicht gar nicht schlecht für den Kontext. Genau. Also Yorda ist ziemlich schwach, hat hier ein bisschen gestolpert und versagt. Und was ein bisschen gemein ist, was man nicht weiß, ist, dass man jetzt gleich in der Cutscene anfangen kann zu spielen. Was man natürlich als Casual-Spieler nicht unbedingt weiß, genau jetzt. Und man muss hier quasi einmal zu Yorda rüberspringen. Und wir verlieren unseren geliebten Stick. Stick, no. War tatsächlich auch designtechnisch ein sehr krasser Moment, wenn man sich entscheiden muss zu springen. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, actually, was würde denn passieren, wenn man nicht springt? Ich glaube, man kommt nicht voran. Weil Yoda ja praktisch zu Stein wird. Ja. Aber wäre cool, wenn das so ein alternatives Ende wäre, wo man einfach gehen kann. Dead Ending.
Genau, das haben wir angesprochen, die Queen, also die Mutter von Yorda im Endeffekt. Und wir sind runtergefallen. Top 10 Anime der Szene. Spiel vorbei, nach Hause. Oder auch nicht. Ja, und wir sind quasi, würde ich sagen, so in der letzten Sektion des Games angekommen. Hier geht es jetzt quasi nur noch um Movement und Plotforming, weil wir halt quasi Yorda nicht haben. Die müssen wir erstmal wiederfinden. Und das Schöne ist halt, wie gesagt, wenn man jetzt hier zum Beispiel runterfallen würde, würde man hier wieder anfangen. Das heißt, es wäre nicht so ein großer Time-Loss, weil hier nämlich nach jedem 10-Wechsel quasi automatisch gespeichert wird. Mehr oder weniger. Es gibt durchaus auch Momente, wo man ziemlich viel Zeit verlieren kann, aber also sollte Zeit kann man immer sein. Verlieren. Das stimmt wohl. Hier schieben wir wieder ein paar Kisten. Sind wir alle schon gewohnt. Jetzt haben wir allerdings... Oh, entschuldigen Sie bitte. Bisschen Wasser im Spiel. Und der Jump hier zu Leather kann ziemlich awkward sein. Deswegen, es gibt da so einen kleinen Trick, wenn man die Kiste so ein bisschen anschrägt, anwinkelt, dann kann man ihn eigentlich normalerweise schaffen. Aber wenn man komplett gerade auf die Leiter springt, dann fällt man meistens wieder runter. Was natürlich auch sehr frustrierend sein kann, wenn man das casual spielt. Ja, gibt viele so kleine Momente, die ein bisschen Know-how benötigen, damit das auch smooth funktioniert. Genau, und wo wir gerade drüber reden, der nächste Sprung, da müssen wir von der Kiste hier zu einer Kette springen. Und der ist auch unglaublich schwierig, da die Kameraperspektive so richtig unangenehm ist. Also man weiß nie genau, wo ist jetzt hier die Kette eigentlich. Und ich habe ein kleines Setup für, da auch auf jeden Fall Shoutouts an Sancho Panda. Der hat das nämlich gefunden und dann geht's eigentlich relativ. Vielleicht auch noch so ein Miniskip. Man muss hier das Ding da vorausschieben, aber man kann schon ein bisschen früher gehen und springen, während es noch das Puzzle vervollständigt. Das ist auch mal ein bisschen awkward, hier an diese Stangen zu springen, die sich drehen, wenn man da wirklich den richtigen Zeitpunkt für abpassen muss. Ja, und vor allem, wenn man gerade auf einem guten Run ist, diese letzte Section kann durchaus Stress bereiten, auch wenn alles einzeln nicht unbedingt schwierig ist, aber man kann durchaus hinfallen. Kann man durchaus schon mal einen Flüchtigkeitsfehler machen und dann fällt man halt wieder unten ins Wasser und dann muss man halt quasi wieder komplett alles neu machen. Ja, jetzt kommen zwei Kettensprünge, die für mich persönlich der Horror sind. Ich hoffe mal, dass sie gnädig sind. Die sehen immer viel knapper aus, als es eigentlich sein sollte. Ja, da springen wir halt ans untere Ende, der Kette. Und hier noch einmal von Kette zu Kette. Hier kann man mit zwei Swings den Sprung schaffen. Ich werde jetzt mal aus Sicherheit drei Swings ausmachen. Hier geht's auch mit einem, aber du wirst zwei machen. Genau. Wir gehen einfach, wir haben keinen Stress heute. Wir machen einfach einen entspannten. Ja, denn wenn man da hinfällt, kann man sogar auch sterben. Und das ist dann unangenehm. Ja, das wollen wir natürlich. Weil da startet man wirklich ganz am Anfang wieder. Wer jetzt aufgepasst hat, wird hier diese drehenden Räder vielleicht wieder erkennen. Das ist nämlich quasi, was wir schon von oben gesehen haben. Oh, das ist auch mal ein awkward Sprung. Die Sektion hier konnte man quasi von oben schon mal sehen vorhin. Da hatten wir kurz drüber geredet und jetzt im Endeffekt, ich weiß nicht, was ist es, vielleicht 30 Minuten später muss man die dann tatsächlich machen.
also ziemlich gut. Eine weitere Section mit ein paar coolen Springen. Ja, die Klippen sind auch eigentlich ganz schön gemein manchmal, weil sobald man halt zu nah an der Ecke, an der Edge läuft, stumbelt man. Was ist das? Genau. Und auch hier gibt es einen kleinen Skip, den man machen kann, der ein bisschen schlimmer aussieht, als er wirklich ist, aber ich zum Beispiel habe den tatsächlich noch nicht gelernt oder gemacht. Im Setup sollte das eigentlich auch möglich sein. Meinst du den Spiel? Ja, genau. Ah ja, genau. Ja, ist ein bisschen schneller, als einfach über die Ledge wieder drüber zu klettern. Und ja, hier kommt es eigentlich nur darauf an, dass man möglichst in der Mitte des Rohres läuft, wo man dann einfach am schnellsten ist. Weil Ico halt generell langsam ist, wenn er halt Slopes hochläuft, also Anhöhungen. Deswegen einfach versuchen, in der Mitte zu laufen. Und ja, wir machen es halt wieder diese Hofanimation, da ja Yoda gerade nicht da ist, zu nutzen, um ein bisschen schneller zu laufen. Ja, gibt nicht viel zu sagen zum Rest, eigentlich nur Plattforming und ein paar präzise Sprünge für ein paar Skips. Genau. Aber nichts Schlimmes. Bossfight losgeht. Hier gibt's nochmal einen coolen Trick, finde ich, den wir gleich sehen werden. Dafür schieben wir erstmal die Kette zurück. Und jetzt können wir halt mit einem kleinen Setup und einem guten Sprung hier so richtig eigenartig an die Kette springen und quasi dann mit einem Rückwärtssprung von der Kette auf die Ledge hier. Oh, hier ist mein Lieblingsstein. Ja, da sieht man mal, was passiert, wenn man so zu close zu der Kante läuft. Dann hat man halt diese Stumbling-Animation und das kann halt echt unangenehm werden. Ja, zeigt wieder, wie das Movement eigentlich durchaus tricky ist. Selbst geradeaus seinem Weg folgen ist nicht immer einfach. Genau. Hier gehe ich mal sicher, guck mal auch, dass wir jetzt richtig sind, weil hier, wenn man nicht auf dieser Tür hier landet, kann man durchaus sterben von dem Sprung. Ja, und wenn man es ein bisschen zu schnell macht, kann man auch von der Tür noch runterfallen und sterben. Genau. Das ist. Und ja, das ist mir durchaus schon mal passiert. auch mit einer guten Zeit. Und da ist es natürlich dann ultimativ ärgerlich. Jetzt ein Skip, den man gar nicht merkt, wenn man es nicht kennt. Es wird normalerweise eine Cutscene beginnen, aber wenn man an das Schwert langsam ranrennt, dann nimmt man es einfach. Genau. Weiter. Warum auch immer, wenn man halt langsam die Treppe hochläuft, dafür gibt es halt einen Knopf, dass man langsam läuft, wird diese Cutscene nicht abgespielt. Das passt uns natürlich ganz gut. Und wir haben jetzt quasi hier dieses magische Schwert aufgesammelt. Und damit, das hat halt diese Blitzpower und damit können wir halt auch selber die Tür machen, die wir sonst nur mit Yoda aufmachen können. Ja, yep, wenn jemand Shadow of the Colossus mal die Time Trials gemacht hat, kann man dieses Item tatsächlich auch dort freischalten. Das Queen's Sword. Ja, da gibt es so ein paar coole Referenzen auf jeden Fall. Genau, richtig. So, und jetzt kommen wir halt zu einem relativ langen Part, also lange für mich zumindest. Und zwar müssen wir, ich glaube insgesamt sind es 51 plus noch ein paar mehr Shadows fighten. Und das dauert halt seine Zeit, aber wir haben halt eigentlich ein relativ gutes Setup, was uns normalerweise halt helfen sollte, diese Shadows schneller zu besiegen, als wenn wir es jetzt, wie wir schon gesehen haben. Einfach. Und was diese Shadows auch revealen, ist, dass wir gerade dem Schicksal entkommen sind, was passiert ist mit den anderen Kindern mit den Hörnern, die langsam aber sicher hier zu Shadows umgewandelt werden. Was auch ein ziemlich darkes Thema ist an sich. Genau.
Und wenn jemand noch sich an Shadow of the Colossus erinnern kann, da war es ja so, dass man in der letzten Cutscene verwandelt wurde in eins der ersten Kinder mit Hörnern. Das heißt, das Spiel ist eigentlich Shadow of the Colossus ist ein Prequel zu Ico. Wenn es jetzt um die Lore geht. Genau, ich glaube, offiziell gibt es da wenig Informationen drüber, aber man kann sich so ein bisschen, wenn man sich mit den beiden Spielen beschäftigt, so ein bisschen was zusammenreimen auf jeden Fall. Ja, also nichts Offizielles, aber sehr, sehr viel, was in den Spielen generell erzählt wird, muss man sich mehr oder weniger herleiten. Auch Interpretationen offen lässt. Also ich meine, prinzipiell ist es ja offiziell, weil es halt vom selben Entwickler ist. Ja, laut speedrun.com nicht. Da wurde die Series abgelehnt, weil es nicht Ico 1, 2 und 3 heißt. Wie sollte man das auch sonst wissen? Ja, ich meine, Ico, Nico, Trico, da sieht man die Parallelen nicht. Ja, das Schöne an dem Schwert ist, dass wir die Shadows halt alle one-hitten. Und wir haben uns halt hier quasi an einen spezifischen Punkt an der Treppe gestellt, weil die Shadows quasi schön hier runterdroppen von hinten. Und wir, je nachdem, wie gut die Shadows mit uns meinen, diese 53 Shadows sind es, glaube ich, im Endeffekt relativ schnell besiegen können. Ja, wie wir schon angesprochen haben, also wie die Shadows fliegen und sich bewegen, ist natürlich RNG. Und das hat natürlich zur Folge, dass man, wenn man hier in der guten Zeit ist an dem Punkt, halt auch nochmal Zeit verlieren kann, aber auch gewinnen kann. Je nachdem, wie gut die Shadows halt mit einem meinen. Der da oben ist, glaube ich, stuck. Gehen wir mal kurz frei und so. Ja, vor allem, wenn man das Ganze hier versucht zu optimieren, muss man auch vor der Cutscene loslaufen. Das heißt, normalerweise sagt man sich, okay, wenn jetzt länger keine gespawnt sind, geht man einfach und rennt auf gut Glück los. Man kann es ein bisschen absehen an den Särgen, die sich, oder keine Ahnung, was das darstellen soll, die so ein bisschen aufleuchten, wenn man die besiegt hat. Aber da kann es manchmal sein, dass dann ein Schatten irgendwo hängen bleibt und man sehr, sehr viel Zeit verliert. Also einer der frustrierenden Parts im 60-Hertz-Run, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es könnte der letzte sein, prinzipiell. Ich glaube schon, ja. Und dann immer das Bedürfnis, voranzuspringen. Also manchmal hat man halt wirklich Pech und ja, es war der letzte, sehr gut. Und es ist ein Shadow stuckt sich irgendwie an der Wand und dann vergisst man den und man rennt umsonst. Aber das war jetzt zum Glück nicht der Fall. Relativ solide. Und ja, wir können jetzt quasi zum Endkampf des Spiels vorrücken. Genau, da tritt Ico der Queen gegenüber. Und dieser finale Bossfight, da geht es darum, dass man das Schwert eben benutzt, um auf die Queen einzuschlagen, dieses aber gleichzeitig jedes Mal wegfliegt, was zum Glück nicht zufällig ist von den Positionen her, das heißt, für uns Speedrunner ist das jetzt eigentlich nicht so das Problem, zu wissen, wo man hinrennen sollte, aber wenn man das Schwert nicht hat, kann man getroffen werden und wird selbst zu Stein. Genau, die Ticke ist. Hier wieder eine wunderschöne Cutscene, die wir nicht skippen können. Bevor der Fight dann jetzt quasi beginnt. Und wir werden hier mit so, ja, wie soll man sagen, Energie beschossen, die wir halt parieren können mit unserem Schwert. Und unser Ziel ist es halt, viele Hits auf dieses Schild von der Königin zu setzen. So, dass das Schild dann irgendwann im Verlauf des Fights aufgebraucht ist. Und wie TikTok schon richtig gesagt hat, die Reihenfolge, wohin das Schwert halt fällt, ist halt immer gleich. Das ist schön, weil wir dann immer wissen, wo wir hingehen müssen. Wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Timing, kann man
ein bisschen Zeit gewinnen, indem man durch diese Pulse von Energie draufschlägt. Und das safe zu Zeit. Das ist aber relativ schwierig von Daniel. Genau, das ist super präzise und ja, das ist für mich definitiv. Jetzt müssen wir gleich noch kurz die zweite Welle abwarten, weil sonst einfach vom Timing nicht passen würde. Weil das Schwert ja relativ weit entfernt ist. Und einen können wir jetzt hier skippen, indem wir einfach hinter dem Stein laufen. Ja, normalerweise würde man im Casual Playthrough sich ja hinter diese Säulen stellen, aber wenn man das auf diese Art und Weise macht, ist es eigentlich vom Timing her ganz gut und das war der letzte Fight vom Spiel. Genau, normalerweise würden wir jetzt denken, Time und Ende ist leider nicht so, da wir nach der Cutscene noch eine relativ kurze Sektion zu spielen haben, die, weiß ich nicht, 30 Sekunden dauert, aber sie existiert und deswegen, ja, haben wir jetzt die Ehre, uns quasi die Credits einmal zusammen anzuschauen und ein bisschen zu entspannen, natürlich. Ja, aber das Spiel ist vom Gameplay-technischen her hier mehr oder weniger vorbei. Also wenn man den Speedrun hier bisher geschafft hat, hat man auch den Run sicher. Genau. Also ja. So wie es aussieht, sind wir, ich glaube, plus 5 Minuten von der Estimated Time ungefähr. Was natürlich damit zusammenhängt, dass wir unendlich viele Shadow Skips gefailed haben. Was wobei der, super unlucky ist. Wobei der größte Time Loss für den ersten paar war und der sehr solide. Also dafür muss ich sagen, hast du dich gut zusammenreißen können. Gut, wir haben den Super Skip quasi. Auch wenn es der Safe Way war, aber auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, das ist halt so, dass man da immer unter dem Druck steht. Ein bisschen auch bei diesen No-Reset-Runs. Genau. Ja, wer sich noch für die Story interessiert, Yoda war ja zu Stein verwandelt. Die haben wir jetzt quasi zurückverwandelt durch das Exekutieren der Königin. Und ja, jetzt wird man halt sehen, dass das schöne Schloss, das finde ich mal sehr entspannt zu sehen, dass dieses komplette Schloss mit all seinen Puzzles so in sich zusammenfällt, nachdem man den Run hinter sich hat. Und Yoda quasi rettet uns jetzt. Ja. Ansonsten, was können wir noch sagen? Also erstmal vielen, vielen Dank an Germansch, dass ich angenommen wurde. Hallo. Und dass Hello. Ich den Run hier machen durfte. Wie TikTok schon gesagt hat, die PS3-Version ist halt nicht ganz so oft auf Marathons gezeigt. Deswegen mal schön, dass man hier mal einen kompletten Run auch mal zeigen konnte. Ansonsten, falls ihr euch denkt, oh, das sah eigentlich ganz cool aus, da würde ich mich gerne selber mal dran versuchen. Kann ich jedem nur ans Herz legen, es zu versuchen. Der Speedrun ist super, super, super einfach zu lernen, weil halt keine wirklich krassen Skips sind, wo man jetzt, weiß ich nicht, super krasse Movements für machen muss. Aber was halt schön an dem Run ist, dass er sehr, sehr schwer zu mastern ist und ein High Skill Ceiling hat. Und man kann halt dann immer schrittweise besser. Ich finde, das macht super Spaß. Und wer sich dafür interessiert, ich glaube, TikTok hat es vorhin schon bei seinem Run gesagt, wir haben einen großen Discord für alle Team Eco Games. Also Eco, Shadow of the Colossus und Trico. Und The Last Guardian natürlich. Genau, und auch eine super Tutorial-Serie ist jetzt speziell für den 60-Hertz-Run auf dem Discord. Haben wir da so ein bisschen eine Zusammenstellung von den ganzen Tutorials und Guides, die einem da gut helfen können, einzusteigen, wenn man Lust drauf hat. Genau, und es sind halt auch, es ist so eine super Community, es sind alle super nett. Also traut euch ruhig, falls ihr Lust habt. Genau. Warum läuft eigentlich dein Timer immer weiter? Ja, wie gesagt, das war noch nicht Time. Weil wir nach den Cutscenes haben wir noch eine kleine Sektion quasi, die wir spielen müssen, die, weiß nicht, 20 bis 30 Sekunden dauert. Und da sind halt noch aktive Inputs, deswegen ist das noch nicht Time.
Ah. Und ja, deswegen darf man sich immer mal wieder die Cutscenes angucken. Ja, ist halt einfach so. Ein cooles Feature auch in der Story ist, dass Yoda eben mit diesen Zeichen mit einem kommuniziert, also eine andere Sprache andeutet. Aber wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat im New Game Plus, weiß man dann, was sie sagt. Also hat da auch so ein bisschen Replay-Value mit drin, was sich für die Story interessiert. Also ich würde halt generell sagen, Casual ist es auch einfach ein grandioses Game. Ich meine, wir haben jetzt schon in einem PS3-Run viele Puzzles gesehen, aber es gibt natürlich noch etliche mehr und gerade dieses Herausfinden, was muss ich jetzt machen und so. Ich weiß nicht, wer schon mal Zelda gespielt hat und da an den Dungeons Spaß hatte, der wird sicherlich hier auch einen alten Spaß haben. Also es war auch nicht zu empfehlen, das auch mal Casual zu spielen. Falls man vielleicht schon Shadow of the Colossus mal gespielt hat und möchte sich mal ein bisschen weiterbilden, auf jeden Fall zu empfehlen. Permit brauchst du für den Discord-Link? Ach so, ja, das können wir auch machen. Ich kann einen reinstellen, wenn das möglich ist. Ziff, dann für TikTok bitte. Raus. Hab ich ihn? Darf ich? Ja, warte, normal steht das da. Okay, jetzt kannst du. Ah, ich bin ja gar nicht eingeloggt. Ich hier. einen kleinen Moment. Ja, wir haben die Zeit noch. Also der 60 Sekunden hast du noch. 60 Sekunden. Bei 1,46 schätze ich. Ne, die 60 Sekunden hat er, weil so lange das damit geht. Achso, ja klar. Alles gut, alles gut. So, okay. Also, für Interessierte. Genau, wie gesagt, für alle drei Games. Ansonsten, also ich und TikTok und Brand New, der allerdings jetzt nicht so aktiv ist in letzter Zeit. Wir sind alle aus Deutschland quasi. Falls ihr dann irgendwelche Fragen habt, schreiben wollen, könnt ihr uns, denke ich, immer gerne schreiben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir tatsächlich überlegt, so für Shadow of the Colossus ein paar Videos auch auf Deutsch zu machen, aber da war ich mir immer noch so ein bisschen nicht sicher, wie sehr das so den die Nachfrage hat, aber ja. An sich immer gerne. Also, wenn ihr mich anschreibt, bin ich auch immer da. Genau, das ist halt das Ding. Ich kann gar nicht genug neue Leute geben, die das Spiel anfangen zu runnen. Also im Moment sind es ein paar aktive Leute, die das Spiel runnen. Nicht etlich viele. Deswegen freuen wir uns natürlich über jeden neuen dazugekommen. Ja, haben jetzt Baut auch... Seid ihr schüchtern. haben da auch tatsächlich jetzt die Category Extensions, wo es auch ein bisschen weirdere, interessante Runs gibt. Auch der Koop-Modus wurde vor kurzem eingefügt, weil im New Game Plus kann man ja auch als zweiter Spieler Yoda kontrollieren, was ein paar der Skips tatsächlich ganz interessant macht. Also das Spiel ein bisschen optimierbar ist im Idealfall. Und es gibt auch eine Run-Category, in der man so wenig wie möglich die Hand von Yoda hält. Die ist auch ganz interessant, finde ich. Also wenn man nicht so auf Yoda steht, dann ist das auf jeden Fall... So eine Art Low Percent, was viele der Shadow Skips interessant macht, sage ich einfach mal, ja, was überhaupt möglich ist. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat allen gefallen. Ist jetzt nicht alles glatt gelaufen, würde ich sagen, aber ich denke, man hat einen guten Eindruck bekommen, wie der Run so aussieht und was wichtig ist. Ja. Ich hatte technische Probleme in dem Augenblick, wo ich Disconnects hatte. Achso, ja. Das natürlich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da jetzt die Probleme waren, aber ich hoffe mal, die waren nicht allzu schlimm. Ja, ich meine, ein bisschen was verloren gegangen ist bei der West Arena, aber das meiste des Spiels hat man immer noch gut gesehen. Die laufen weiter. Die Credits, genau, Cutscenes, sag ich schon. Ja, die Credits, die ziehen sich. Jo. Meistens ist ja, wenn Musik irgendwo steht, dann kommt man langsam zum Ende, ne? Jo, auf jeden Fall.
Also das fand ich auch eigenartig am Anfang. Da dachte ich auch immer, es ist Time, wenn man die Königin tötet. Aber es geht halt tatsächlich nachher noch weiter. Und ja, da führt halt leider kein Weg dran vorbei, sich die Credits einmal durchlaufen zu lassen. Ja, vor allem da ja nach Ingame-Time getimed wird, ist es relativ wichtig, dann noch das am Ende durchzuspielen, weil man erst danach die richtige Time auch bekommt. Genau. Das heißt, es führt kein Weg dran vorbei, die Credits anzuschauen. Wenn jemand einen Credit-Skip finden kann, gerne gesehen. Ja, gerne gesehen. Obwohl, das hat ja auch was Positives, ne? Weil so kannst du dann wirklich bei dem Run dann einmal nochmal tief Luft holen, nochmal so Recap-mäßig alles machen und dann das Finale im Grunde, ne? Ja, das stimmt. Aber den Game Time ist es auch ganz gut, dass sie existiert. Bei Shadow of the Colossus ist es noch extremer, aber hier auch vertreten, die Differenzen in Konsolenmodellen und ja. SSDs vor allem ein ganz großer Faktor. Also ich habe zum Beispiel immer auf der PS4 Standard gerannt und ich könnte realtime-mäßig nie mithalten mit jemandem, der eine PS4 Pro oder PS5 mit einer SSD hat. So, da ist es immerhin gut, dass es vom Game was Vorgegebenes gibt. Weil auch Load Removing auf Konsolenspielen nicht immer das leichteste ist. Soll ich dir meine PS4 leihen, ja? Ich bin immer noch auf dem Hand nach einer PS5. Achso, ja. Was relativ schwierig ist, zwar mal kurz davor, aber. Ja. Warst du auf Wartelisten, ja? Es war einmal im Einkaufswagen, aber dann hat sich die Seite aufgehangen und dann war es nicht mehr so. Ja, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist hier, was man vielleicht nicht so gut erkennt, weil es ziemlich hell ist, das ist ein Strand, den entlang zu laufen, weil, was man auch nicht so gut erkennt, Yorda da hinten liegt. Und ja, sobald wir sie ansprechen, können wir dann auch endlich Time machen und den Run beenden. Ganz nice Feature, dieser Strand existiert tatsächlich auch in Shadow of the Colossus als Areal. Hm. Da gibt es auch ein paar Referenzen. Das heißt, im Endeffekt wurde Yoda und Ico gerade hierhin in die Forbidden Lands gespült. So. Und Zeit. 1:46:12. Solide. Ja, also dafür, dass wir halt so viele Shadowskips am Anfang gemisst haben, auf jeden Fall okay. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei Germansch, ich bedanke mich bei TikTok fürs Kommentieren und natürlich bei allen fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre. Es war uns eine Ehre, dich dabei haben zu dürfen. Danke. Und ich dachte mir, ich schleiche mich mal zum Abschluss mal eben kurz rein, um eine Vorschau auf Dinge zu machen, die da kommen werden. Zum einen, im Oktober wird wieder unser Oktoberfest-Marathon stattfinden. Das ist halt quasi unser Premiere-Marathon. Unser eigenes GDQ, wobei wir nicht so sehr wie GDQ sind, sondern der Fokus bei uns immer auf den Runs liegt. Ende Februar findet bei uns das Zelda Anniversary statt. Das ist unser Event anlässlich 35 Jahre The Legend of Zelda. Und das nächste, es geschah an einem Samstag.